Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Kiweed Multimeter und zwar das Modell KM602. Das KM602 ist hier fett krass am Start mit 6000 Zählern in dem Komma. Und das Coole ist, bei den dieses Jahr releaseden Kiweeds Multimetern, das gilt ja auch für das Modell, was auch noch angeboten wird mit 10.000 Zählungen, gilt dort genauso. Es ist wieder aufladbar. Wir brauchen demzufolge keinen 9 Volt Block mehr wie früher bei den ganzen Multimetern. Und der Unterschied zum anderen Kiweeds Multimeter Releaseden dieses Jahres ist, dass wir dort hier eher so auf Touch-Funktion gehen. Das ist ein absolut digital Multimeter mit True RMS und Auto Range System. Es ist ein smartes Strommessgerät. Es misst Spannung, Strom, Widerstand, Durchgang und natürlich die Frequenzen und vieles mehr. Das automatische Multimeter KM602 hier wechselt standardgemäß in den smarten Modus. Und im smarten Modus misst das Messgerät automatisch Spannung, Widerstand und Durchgang. Wir müssen eigentlich gar nichts tun, außer unsere Lanzen einstecken und dann das zu messende Objekt an die Lanzen halten. Das Multimeter verfügt über eine wiederaufladbare Funktion und einen eingebauten 1200 mAh starken Akku. Das Multimeter hält dadurch natürlich länger durch, weil wir können es zwischen den Stops immer wieder aufladen. Das können wir mit einem 9 Volt Block eher nicht. Da müssen wir den erst wieder aufschrauben, dann müssen wir es hinausholen, dann müssen wir den 9 Volt Block, wenn da ein Akku ist, wieder aufladen und wieder einstecken. Hier geht es ganz einfach. Wir stecken es an, eine USB-Quelle und diese USB-Freundin wird dann hier den Akku reloaden. Das Multimeter hält dadurch wirklich ja länger. Also es ist länger in Gebrauch, weil zwischen in den Pausen könnt ihr es schnell nachladen. Und das ist sehr bequem. Denn wir müssen die Batterie nicht mehr manuell austauschen. Wir haben einen HD-Farbbildschirm mit 6000 Counts. Einfach abzulesen, weil wir haben ein gutes Design genannt. Also Kiweeds macht das jetzt schon seit mehreren Jahren, dieses Design. Und auch hier beim KM602 hat es sich wirklich gut gemacht, finde ich. Wir haben ein schönes, großes Screen. Dort können wir jede smarte, ansteuerbare Funktion auch sehr gut sehen. Das ist nämlich ein Allrounder, der AC-DC-Spannung messen kann, AC-DC-Strom. Und damit meine ich jetzt nicht die Mucke, sondern die Spannungsarten und die Stromarten. Wechselspannung, Gleichspannung nämlich. Kapazität, Temperatur, Frequenz, Einschaltdauer, Widerstand, Kontinuität und Diodenmessung natürlich. Phasenleitertest, großer Messbereich, hohe Genauigkeit. Das digitale Multimeter hier eignet sich zur Diagnose von Problemen in der Automobil-, Industrie- und Haushaltselektronik. Das hier ist ein nahezu Professional Multimeter. Es verfügt über zwei Sicherungen zum Schutz vor natürlich dem Durchbrennen und der Überlastung. Wir haben einen Überspannungsschutz, einen Anti-Hochspannungsschaltkreis, welches auch noch mit einer Silikonhülle ummantelt ist, also das Multimeter, damit, wenn es doch mal droppen sollte, es nicht direkt meistens kaputt geht. Also klar, wenn ihr genau aufs Screen fallt, ist es genauso wie beim Smartphone, ist ärgerlich, aber meistens wird es das überleben, weil die Chance einfach höher ist, wenn dort eine Gummihaut drumherum sich befindet. Kiweeds ist eine Gruppe junger Ingenieure, die das gleiche Interesse an erschwinglichen, qualitativ hochwertigen elektrischen Prüfwerkzeugen und Heimwerkerzubehör teilen. Und dies macht den One-Stop-Shop für Installationstester, Gerätetester, PATs, Spannungsprüfer und Durchgangsprüfer, Digitalmultimeter wie Stromzangen und Thermometer für Wohn-, HL-Key und elektrische Messungen und Industrieanwendungen sowie viele andere Prüfungswerkzeuge möglich, dass wir die über Kiweeds ordern oder halt über AMI. Und dort bekommen wir für einen günstigen oder akkuraten Preis, finde ich, ein gutes Multimeter geliefert, welches sich sehr gut nutzen lassen kann. Das hier ist das 2023er neue Modell mit einer intelligenten
mit einer intelligenten Vorgehensweise. Ne? Es ist eine automatische Identifizierung, was gerade abgeht, und dann wird es uns das auch anzeigen, was es geht ab mit ihm. Wir haben einen 1200 mAh großen Akku eingebaut, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku. Der bringt uns neue Nutzungsmöglichkeiten. Okay? Und wir haben einen Widerstandswert, beträgt dort weniger als 50 Ohm, und der Summe ertönt dann zum Beispiel und schaltet automatisch auf den Durchdringungstest um. Also ihr merkt, dass die Smartheit hier in dem Gerät ist allgegenwärtig. Wir schauen es an. Verpackungstechnisch sehen die Carweeds alle ähnlich aus. Die haben eine schematische Abbildung des Produktes immer vorne auf dem Teil drauf. Ich finde, das sieht auch sehr professionell aus. Dann an der Seite steht immer, was es alles kann. Voltage, Resistance, Capacitance, Current auf Englisch und vieles mehr. Die Hauptschlagwörter sind halt dort angesetzt. Hier seht ihr noch eine schematische Zeichnung des Produktes auch nochmal von allen Seiten. Wir sehen, es ist ROS und CE zertifiziert, darf also in Europa gehandelt werden. So, dann haben wir hier die Kiwis-Tasche. The Kiwis Tash. Dann haben wir ein dickes Schmökerlichen, da war hier, ne? Hier können wir auf verschiedenen Sprachen dort eine Übersetzung kriegen. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch und 3 Jahre Garantie bildet uns Kiwis. 2 Jahre sind Pflicht in Europa, Deutschland. 3 Jahre ist dann, also ein weiteres Jahr dazu, sagt Kiwis. Wir sind von unserem Produkt überzeugt, deshalb gibt es 3 Jahre. Das ist gut, denn ein Hersteller oder heutzutage muss man wirklich... kennt man ja, 2 Jahre benutzt man das Ding, danach ist es Fritte und Garantie ist abgelaufen. Das ist hier dem nicht so, sondern wir kriegen etwas mehr, und zwar 1 Jahr dazu, was immer gut ist. So, hier sehen wir das Produkt. Es ist kompakt, es ist klein, ich würde jetzt nicht sagen klein, es ist so groß wie ein Smartphone. Etwas dicker wie ein Smartphone, aber es hat auch das Design so ein bisschen wie ein Smartphone. Und das ist uns sehr geläufig. Das heißt also, wir haben hier keine Berührungsängste damit, so einem Gerät, als wenn es so ein hochtechnisches Teil wäre, wie die anderen Smart-Devices, wie die anderen Multimeter, digitalen Multimeter, die so im Umlauf sind. Die sehen immer so industriell aus, weißt du. Hier haben wir eher so, also Carweeds geht eher so ein bisschen dann auf Lifestyle-Dasein. So, hier dann als Tipp, das ist mir nämlich schon passiert, ich habe wirklich monatelang mit dem Multimeter von Carweeds gearbeitet, oder es waren andere, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist ja egal. Die Messspitzen vorne, die haben eine Abdeckung, okay? So, das heißt, hier haben wir einen viel größeren Bereich, den wir anprüfen können, als wenn diese Abdeckung drauf ist. Hier ist das nur punktuell. Das ist natürlich dann aber auch Cat 3 zertifiziert auf 600 Volt. Maximal 10 Ampere sollen hier durchgeschickt werden. Darauf müsst ihr achten und die besagten 600 Volt nicht überschreiten. So, hier haben wir das Ladekabel. Das heißt, eine Seite kommt ins Kiwis-Modell, das andere in ein USB-Medium. Kann auch eine Powerbank zum Beispiel sein, die dann euch totale Mobilität bringt. Hier haben wir eine Sonde, um Temperatur zu messen, auch immer sehr sinnvoll. Wenn mir irgendein Bauteil euch warm vorkommt, könnt ihr das einfach mit dieser Sonde checken. Und danach wisst ihr es, ob es warm ist oder ihr euch nur denkt, es wäre warm. So, und hier haben wir das Multimeter dann vor uns. Es ist ein smartes Teil, das ist ein Smart-Multimeter, welches in einem Smartphone-Design daherkommt. Wir haben hier auch noch eine Lampe am Start, ne? Lampe auf der Rückseite, sehr sinnvoll, um dort dann lampentechnisch unterwegs zu sein. Wir haben hier Maximal-Minimalwert, den wir abheben können. Das heißt also, die Control-Units, die Buttons sind auf den Seiten angesetzt. Hier auf dem Screen ist nur noch Screen. Das ist gut. Ne? Wir haben eine Function-Taste, Cell-Taste. Hier gibt es die Leuchte. Oben haben wir den An- und Ausschaltknopf. Und hier ist der DC-Ladeport. Unten natürlich zum Einstöpseln. Der COM-Port ist immer der schwarze. Und dann können wir hier zwischen Volt- und Ampere-Setzung umswitchen. Also ein sehr schönes Modell. Wenn wir oben drauf drücken, geht das Modell natürlich auch an und zeigt uns, dass es hier automatisch im Automodus ist. Und wenn wir jetzt hier unterschiedlich, also der COM-Port ist in der Mitte, merkt euch das, in der Mitte kommt immer der schwarze rein, dann können wir hier rechts und links den roten dann ansetzen, weil es gibt ja Ampere-Messung, also wenn ihr Strom messen wollt, seid ihr dort unterwegs. Wenn ihr Volt, sprich Spannung messen wollt, seid ihr dort unterwegs. Und deshalb müsst ihr da andere Wege durch das Gerät euch bahnen. Und deshalb gibt es auch dann hier 2 weitere Ports, die ihr unten setzen könnt. Wenn ihr dann
die Funktionen einzeln durchswitchen wollt, könnt ihr auch durchswitchen. Das seht ihr hier oben, wie sich das ändert. Und unten sagt euch das Gerät dann auch schon, wo ihr was reinstecken sollt. Ne? Da zum Beispiel links der rote, in der Mitte, das sind die Ampere-Messungen. Und das andere geht dann über den Input und den COM-Port. Manuell geht's, digital geht's auch. Einstecken, losballern, aber oder Funktion durchwählen. Das hier ist echt nice und sehr sinnvoll für Heimanwender und auch für die Elektriker da draußen. Das ist das Kiwetz Multimeter und zwar das neue Kiwetz KM602. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.